Sag's. Und PGM ist dann der richtige. Ach so, nee, da geht dann das Dings, genau. Und jetzt kann. Ah, ich hab's. Power, Enter. Ja, dann passt, dann hat nur Enter gefehlt, dann hätte die Dreier-Taste danach funktioniert, ne? Ja, es geht aber nicht über die 3, über die 7 geht's. Wird? Ja, über die 7 oder die 8 PGM oder Dings war's. Oh, Enter. Jo, ist umgestellt. Sehr schön. Okay, Funkcheck auf dem Kleinen. Check auf dem Kleinen. Funkcheck von McKee über die große Knipse Kanal 3. Check. Habt ihr gehört? So, wir rücken jetzt langsam selbstständig aufs Ziel vor. Copy, soll ich, du sagst mir Bescheid, wenn ich mit den anderen funken soll. Ich bin im Moment auf dem Dreier. Auf dem großen. In regelmäßigen Abständen immer mal versuchen. Vor allem, wenn der Berg hier aus dem Weg ist. Wer ist von dem vom Charlie-Team denn der Funker? Weiß nicht. Charlie 2. Charlie 2 von Bravo 2. Könnt ihr mich hören? Wir hören euch aber nur über... Verstanden, Bad Guy von McKee, ich habe jetzt aber deine Antwort auch gehört. Charlie 148er. Charlie 1, hier Bravo 1, kannst du mich hören? Ah, falsche Funke. Charlie 1, hier Bravo 1, kannst du mich hören? Da geht nur über die Großquetschfrequenz. Moment, ich muss die mal kurz anhalten. Warum habe ich dann Bad Guy gehört? Er hat wahrscheinlich auch einfach die große Quetsche von seinem Funker benutzt. Ah, okay. Bravo 1 hier. Ne, Charlie 1 hier, Bravo 1, könnt ihr mich hören? Weiter. Ich habe gerade Scheinwerfer gesehen, wer waren das? Das waren meine, ich habe an der Glock eine Taschenlampe. Okay. Bestätige, keiner von uns hat Nachtsicht drin, gell? Wir sehen nichts. Copy, keine Nachtsicht. Alles schick. Ich hab auch keine Sicht. Ich gehe ohne. Okay, dann mache ich Nachtsicht an, dass ich in den Gebüschen was sehen kann. Gehen wir der Straße lang oder direkt Richtung Zielpunkt, so rechts diagonal? Nee, nee, wir gehen der Straße lang. Ich will eigentlich so eine Zangenbewegung machen, dass eine Team von rechts kommt, wir von links über den Extraction Point. Das hätte den Vorteil, dass wir den auch gleich ausgekundschaftet und geklärt haben, bevor wir dahin zurück müssen. Wissen die schon von der Idee? Nehmen wir an, die wissen das nicht. Bravo von Charlie, kommen. Charlie von Bravo, ich höre euch. Okay, jetzt funke ich über das 148er. Wisst ihr, wie man über das 117er die Power einstellt? Kontakt? Ja, ihr müsst den Kanal... Kontakt, sehe Lichter genau vor uns, Fahrzeuge. Ja, ihr müsst den Kanal mit Enter bestätigen, wenn ihr den gewechselt habt. Und danach geht das über die 8, über die 7 oder die 8 unten. Da müsste das Menü kommen. Und dann kann man mit den links und rechte Taste kann man dann den Power selektieren im Menü und da kann man dann die Funkleistung einstellen. Habt ihr das gehört? Haben wir gehört.
lustig ist, ich höre den Bad Guy extrem laut. Ich weiß gar nicht, dann braucht man ja das große Funkgerät gar nicht. Ja, es hängt halt mit der Reichweite zusammen. Ne? Wir sind jetzt nicht so weit auseinander und die kleinen Quetschen, die wir hier haben, die haben halt auch schon 2-3 Kilometer. Das geht. Das Große brauchst du halt für weitere. Hast ja vorhin gemerkt, ne? Mit der Großen konnten wir funken, mit der Kleinen haben sie uns nicht gehört. Ja gut, aber ich glaube, der Bad Guy, der hat ja nicht das ganz Kleine dabei. Ist ja nicht das 343er, das er nutzt, ne? Ist das 148er. Ja, ja. Den Fahrzeugkontakt auf 340 oder 350 da hinten, habt ihr mitgekriegt? Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich habe ihn gehört von dir, ja. Okay. Ich habe den da hinten rumkurven sehen, die Scheinwerfer von ihm waren an. Straßenseite. Wir gehen mal nach links von der Straße. Copy. Copy. Anastasius, du bist geduckt. Danke. Was willst du für eine Standardformation? Ich war jetzt immer rechts von dir. Ich hab mich links versucht zu halten. Nach hinten weg. Das ist super. Einmal ein über den Punkt. Alpha Team von Bravo. Nee, jetzt weiß ich. Bravo Team von Charlie Team. Ja, Bravo hört. Ja, wie sind die nächsten Befehle? Ja, ich guck mal, warte, Mekki, wo bist du? Bunker zu mir! Bad Guy, deck mal nach hinten ab. Anastasius. Ja. Charlie, hier Bravo. Plan sieht folgendermaßen aus. Wir bewegen uns in einer Zangenbewegung. Ihr rechts von der Straße, an der eure Landezone war, wir links. Mein Team cleart dabei einmal die Extraction Zone und dann bewegen wir uns jeweils von Westen bzw. von Osten auf das Ziel. Break, wir sind in einem Feuergefecht. Break, wir sind in einem Feuergefecht. Dann schießt zurück. So, wir gehen weiter. Copy. Auf was hast du jetzt gesagt, dann schießt zurück? Bravo von Charlie, kommen, wir waren in einem Feuergefecht. Bleib nochmal stehen, Mackie, nochmal gucken. Ja, Bravo hier. Der Fahrzeug? Der Fahrzeug? Feuergefecht vorüber. Ja, alles gut. Wir befinden uns an 046 012. Copy, verstanden. Also ungefähr 150 Meter nordwestlich Fahrzeug? Von der Landezone von eurer. Fahrzeug voraus vom Sound her. Ja. Ziel sieht folgendes vor. Wir bewegen uns jetzt links und rechts vom Zielgebiet vor. Mein Team über die Extraction Zone, ihr über Firus Baraf oder wie das heißt. Und wir bewegen uns dann von Westen bzw. von Osten aus auf die Crash Site zu. Verstanden. Wir gehen weiter. Mickey, hast du das Fahrzeug gesehen? Negativ, nichts gesehen, Anastasius. Raskil, wenn du mit denen funkst, höre ich von denen keine Antworten mehr. Nur, dass du das weißt. Ja, ist okay. Also ich habe es auch nur gehört, hinter mir. Deswegen müsste eigentlich die andere Quetsche dabei haben sollen, die dritte wahrscheinlich. Negativ, warum denn? Weil ich höre ja sonst auch über Funk, was gefunkt wird. Ja, aber dann hörst du es wieder, weil in dem Moment, wo ich dein Funkgerät benutze, ist es halt mein. Das wird ja auch in meinem Funkgerät dann angezeigt. Wenn ach du so. Dann noch das dritte dabei hast, was ja auch auf Kanal 3 steht, dann hörst du halt weiterhin, was gesagt wird. Aber das wird ja gar nicht, ach so, doch, wird ja auch auf Kanal 3 stehen. Genau, das würde auch auf Kanal 3 stehen. Stimmt, aber ich kann auch einfach funken und du nicht mehr, haha.
Ja, aber das ist blöd, dann muss ich alles vor. Da vorne steht ein Truck. Truck voraus. 50 auf Meter, 340. 80 Meter. Funk mal bitte an Charlie, dass der Truck auf die zukommt von Westen. Charlie von Bravo, wir haben einen Truck aus Westen, der auf euch zukommt. Fährt die Straße lang. Fährt auf der Straße lang, bitte bestätigen. Auf 350 ist auch einer, der scheint leer zu sein. Kannst du irgendwas bestätigen? Charlie von Bravo, bitte bestätigen, Truck kommt auf euch zu, auf der Straße aus Westen. Charlie von Bravo, aus Westen kommt ein Truck auf euch zu, auf der Straße, bitte bestätigen. Offenbar verstellst die Knifte, wenn du die benutzt. Das wäre möglich. Charlie, hier Bravo, hört ihr uns? Ja, wir hören euch, bestätigt. Runter, runter. Truck ist vorbeigezogen, nicht mehr sichtbar. Bravo bestätigt. Ihr beide kriegt noch. Appel-LKW. Sagst du mir Bescheid, wenn es so weit hell geworden ist, dass ich das Nachtsicht auch für die Gebüsche wegnehmen kann? Es wird dunkler, damit habe ich das Gefühl. Ah, okay, dann passt's. Jo, es war gesagt 12:30. Übrigens, ich habe eine Schallgedämpfte dabei. Anastasius, vorhin als Raskill am Funken war und du den Rücken gedeckt hast, hast du gesagt, du hörst ein Fahrzeug voraus. Wo war denn für dich voraus? Naja, unsere Laufrichtung voraus, deine Blickrichtung in meinem Rücken. Sehr gut, dann passt. Sonst macht's ja keinen Sinn. Das wollte ich eben genau jetzt nachprüfen, weil die meisten drehen sich um, machen Rückensicherung und dann vor uns ein Truck, dabei ist er hinter uns. McKee sieht vorne rechts etwa 150 Meter entfernt Feuer. Könnte ein Gegnercamp sein. Ja, wir bewegen uns ein Stück nach links ins Flussbett. Jo, da sehen wir das aber nicht mehr. Wir können nicht mehr Auskunft schaffen, wenn wir links umgehen. Ich weiß. Hast du ein Fernglas? Fernglas nützt nicht viel mit dem Nachtsichtgerät hier. Achso, ja. Das Night dabei. Ich habe ein normales Fernglas irgendwie in meinem Pack gehabt. Ja, es gab auch nur die Nights. Mit dem eins hat Bad Guy, eins hab ich. Meinst du, wenn ich hier mit Schall gedämpft auf deinen Knieschoner schieße, die Kugel kommt durch? Ich würde gerne mal mit deinem probieren. Vielleicht hört er den Schmerz nicht. Kurzer Halt. Na, gib mal unsere aktuelle Position an Charlie durch. Charlie von Bravo, Bravo von Charlie. Bravo hört. Befinden uns jetzt vor Virus Bahaf. Dort befinden sich Fahrzeuge. Wir sehen aber bisher nur Zivilfahrzeuge. Komm bitte. Vorsicht, ich sehe Fahrzeuge auf der Map auf uns zukommen aus Norden. Ja, ich auch. Wir bleiben hier in Deckung. Aber bestätige mal Charlie und sag, sie sollen weiter vorrücken und Auskunft schaffen.
Okay, Charlie bestätigt, ihr sollt weiter vorrücken und auskundschaften. Wir sind im Moment etwa auf der Höhe von der Kreuzung, von der südöstlich verlaufenden Straße zur Hauptstraße. Position ist 0305 0115. Verstanden. Ist das Fahrzeug weg oder ist es stehen geblieben? Unsere Position 0305 0115. So, und rücken vorsichtig weiter vor. Hier schön in Deckung am linken. Du bist noch geduckt, Anastasius. Danke. Bitte nochmal die Positionsdurchgabe. Anhalten. Aktuelle Position ist 0302 0116. 0302 0116. Charlie, verstanden? Verstanden. Ich sehe einen Jeep. Position. Genau auf 350 müsstest du auch hingucken, genau am Strommast. Jo, Mackie sieht den. Ich pack mal das Night aus. Behalte die linke Seite im Auge. Sieht von hier jetzt erstmal unbesetzt aus. Die Entfernung sind 155 Meter, falls das einen interessiert. Das interessiert mich sehr, ich hätte nämlich auf 120 geschätzt, das wäre aber ziemlich daneben. Der Fahrzeug? Stehen bleiben. Du musst mir mal sagen, wie du das eingestellt hast. Ich höre überhaupt nichts. Hörst auf. Was habt ihr denn, welchen Schiebregler wo oben? Ha, das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Kann ich. Können wir nachher mal gucken. Nehme ich jetzt rechte Flanke mit Kai gegen den Fahrzeug. Wenn du kurz wartest, dann komme ich wieder ein bisschen rauf. Okay, bin wieder für. Richtung 010 erscheint im Night Vision einiges heller als der Rest. Ist das irgendwie angestrahlt vom Lagerfeuer oder so? Bei mir nicht. Okay. Charlie von Bravo, bitte Statusreport. Warten wir nochmal. Bravo von Charlie, wir sind in Lauerstellung, hören feindliches Fahrzeug, vermutlich BMP. Bravo bestätigt, danke. Frag mal, ob jemand Antitank gehört, wenn es dabei ist. Charlie von Bravo, hat einer von euch Antitank-Bewaffnung dabei? Bravo, stand by. Das habe ich nicht verstanden. Stand by, hat er gesagt. Bravo von Charlie, Antitank negativ. Bravo, verstanden, danke. Wollen Sie ausweichen?
sollen sie weitergehen und versuchen westlich weiter vorzustoßen Richtung Zielgebiet. Genau. Mit dem BMP möglichst weiträumig ausweichen dabei. Copy. Charlie von Bravo, neue Befehle, bitte versuchen den BMP möglichst auszuweichen, aber weiter westlich vorstoßen, langsam und vorsichtig dem Zielgebiet nähern. Fragen wir mal nach, ob wir das verstanden haben. Max braucht meistens eine Weile. Charlie von Bravo, bitte bestätigen. Noch Fahrzeug 060. Bestätige. Müsste auch leer sein. Kopie ist auch ein ziviles. Wenn wir mal die Helligkeit fürs Night Vision durchnehmen. Habt ihr jetzt alle schon Night Vision an? Ich hab's an, ja, wird ja mal gut an. Hab's auch an. Check. Das ist so viel Gebüsch, das siehst du sonst zu wenig. Ja, es wird auch schon sehr dunkel, also man merkt schon. Ein Fahrzeug? Aber war ziemlich weit weg. Oh, nee, doch, kommt näher. Auf der Karte fährt östlich von uns, von Norden Richtung Süden, ein PKMT. Kannst du aber nicht auf die Position nicht verlassen. Ja, östlich, laut Gehör, wenn ich den Kopf so ein bisschen drehe, passt. Wie weit? Keine Ahnung. Natürlich, wir gehen weiter. Wir haben noch ein ganzes Stück hier, hä? Links von Fahrzeug uns Fahrzeug. Voraus. Ich bin zu dicht. Fährt vorbei. Hatte sich so angehört wie Motor aus, aber ist dann weitergefahren. Ja. Mackie, du hockst noch? Ich weiß, das dürfte ich nicht sehen, wenn ich nach links gucke. Ja, zu dritt hast du eh nie die perfekte Absicherung. Ich habe hier auch viel zu viel Winkel zum Abdecken. Aber es ist richtig geiles Gelände hier. Ja. Das ist geil. Das Gelände ist richtig gut. Ja. Vorsicht rechts, ziemlich uneinsehbare Geländeteile. Okay. Links ist jetzt auch nicht viel besser. Rechts ist ein Gebäude. Ja, rechts 050, etwa 80 Meter. Bravo von Charlie. Wir befinden uns an Position 0489. 0183. Und bewegen uns Richtung Westen. Habt ihr verstanden? Bravo hat verstanden. Und wir befinden uns 50 Meter Copy. Oder 100 Meter südlich der Landezone. Des Extraction Points.
Team Bravo ist etwa 50 Meter südlich vom Extraction Point und geht weiter Richtung Norden hoch. Copy. Vor uns große Wasserfläche, ne? Raske gehockt. Genau. Neudeutsch auch bekannt als See. Fahrzeug. Fahrzeug. Hat jemand eine Richtung? Nein. Dafür ist es zu leise. Ne? Ah, ich hab's, warte. Das ist auf 360. Da hinten habe ich auch einen Lichtschein gesehen. Auf der anderen Seite vom Fluss. Also jetzt ist es nicht mehr sichtbar, aber da hinten habe ich Licht gesehen. Wir gehen weiter. Da sind zwei Boote vor uns, das sind unsere Extractions. Okay, wir bleiben hier schön Sicherung einrichten. Ich nehme mal deine Quetsche, McKee. McKee ist nach rechts weg, zur Straße hin und Anastasius nur hauptsächlich nach hinten. Copy. Copy, McKee deckt Osten. Alles gut. Charlie, hier Bravo, wir haben jetzt die Extraction Zone erreicht. Hier stehen zwei Boote für uns bereit. Das heißt, die Extraction wird nachher per Boot erfolgen. Gebt bitte nochmal euren Status und eure aktuelle Position durch. Charlie, copy, standby. Bravo von Charlie, wir sind 048018. Also wir hatten gerade ein kleines Intermezzo mit einem Pickup, aber ist alles okay soweit. Ja, Copy, dann bewegt euch jetzt bitte vorsichtig nach Westen auf die Landezone zu. Wir bewegen uns jetzt nach Nordosten von uns aus auf die AAA-Stellung in der Stadt zu. Charlie, copy. Okay, wir gehen weiter. Okay. Wir wechseln Bravo von Charlie, wir werden im Westen die Compounds verwenden, um dort in Lauerstellung zu gehen. Ja, bestätigt am Anfang. Bravo bestätigt. Du wolltest irgendwas machen, sagen. Bravo bestätigt. Ja. Was wolltest du für eine Formation? Reihe, dass ich hier vorne links, der nächste hinter mir, rechts ein bisschen versetzt und der nächste dann wieder hinter mir einfach noch weiter nach hinten. Ich bin die 3, also bin ich hinten. Also hinter dir hat man ganz schön Mühe, dich zu hören, wenn man hinter dir läuft. Ist so besser, wenn ich Kopf hier? Ja. Ja. Ja, das ist gut. Schon geil, ne? Ja. Wie in echt? Anastasius, du bist jetzt aber links von ihm. Bin ich jetzt richtig? Also prinzipiell musst du einfach genau hinter ihm laufen, ungefähr 8 Meter und ich 4 Meter hinter ihm, aber rechts versetzt. Okay, dann passt es jetzt. Also, ich höre dich hinten kaum. Ja, ich kann ja die Funke. Okay,
Immerhin haben wir es ja. Da haben wir jetzt einen eigenen Kanal hier. Ja, das müsste jetzt lokal sein hier. Charlie von Bravo, ihr hört mich nicht hier, bitte bestätigen. Scheint zu klappen. So. Wäre komisch, wenn sie bestätigen, dass sie dich jetzt nicht hören, ne? Bei uns wundert mich gar nichts. Moment, Beobacht halt. Wir gehen jetzt noch ein Stück nach Norden und da, wo die Baumgruppe auf der Karte beginnt, und zwar bei 0325 0205, da werden wir dann abbiegen ins Zielgebiet, damit wir ein bisschen Deckung haben. Copy. Die Copy. Westliche Flussseite bei diesem Gebäudekomplex, siehst du da was? Nein. Ah, jetzt sehe ich es besser, ist nur ein Gebüsch, hat ein bisschen komisch ausgesehen von der Textur her. Auf 300, andere Gebäudeseite, da ist ein Bauernhof oder so. Ja, Copy habe ich schon sehen, konnte aber keine Gegner entdecken. Aber was man hier merkt? Was man hier sehr schön merkt, ist, finde ich, wie man, dass man das Funken tatsächlich auch bestätigen muss und so, ne? Weil du weißt nie, hat der andere es gehört, dann ist er auf dem richtigen Kanal, bist du auf dem richtigen Kanal und so, das ist echt. Ja. Vor allen Dingen mit den Bergen dazwischen und so. Das merkst du halt vor allem auch, wenn du in echt mal gefunkt hast, mit dem Gegenlesen und so weiter, weil sonst geht echt einfach alles in die Hose, was in die Hose gehen kann. Was? Raskill? Genau das? Ich verstehe dich nicht. Ich sag, das Wiederholen ist das A und O, weil diese Handquetschen beim Bund, die sind ja super schlecht auch von der Sprachqualität. Und da musst du einfach immer alles noch zahlen, ganz wichtig. Koordinaten und so, die werden immer vorgelesen von der Empfängerseite, um festzustellen, ob der die auch so verstanden hat, wie man die gesagt hat, ne? Weil das ist schwierig sonst. Ja, verstehe, ja, glaube ich. Ich habe mir vorhin auch schon überlegt, ob ich immer mit Over und Out anfangen soll, aber ich lasse es jetzt mal noch. Ja, da gibt es ja noch so weitere Regeln. Zum Beispiel beendet immer der den Funkspruch, der ihn auch begonnen hat. Und all so ein Kram. Ne? Und dann wird alles wiederholt und so. Also wenn du das richtig machst, dann ist das ja auch echt aufwendig. Ja, ja, da musst du ja immer Roger, das Readback, das Over, dann kommt der andere wieder und bibabo. Kommunikation ist schon mal kompliziert. Frag mal bitte bei Charlie den Status und die aktuelle Position an. Jo, Moment. Charlie von Bravo, bitte um Position und aktuellen Status. Standby. Hast du gehört, die stehen dabei. Status, wir befinden uns jetzt vor der ersten Siedlung, vor dem Zielpunkt. Wollten die Siedlung jetzt erstmal sichern, einen kleinen Teil, und uns dort postieren und aufs Zielgebiet gucken. Charlie von Bravo, ist das die Siedlung bei Höhe 2039? Jawohl, das ist die. Wir befinden uns jetzt noch ungefähr 100 bis 150 Meter von 2039 entfernt, östlich. Bestätige. Hört ihr uns? Ich habe bestätigt. Ja, Charlie von Bravo, bestätige, das ist okay so. Unsere Position ist 0303-0194. Okay, Charlie von Bravo, wir sind auf Position 0303-0194. Ungefähr gleiche Höhe, die ihr auch habt.
Charlie, copy. Nochmal wiederholen. Okay, Bravo befindet sich auf Höhe 0303-0194. Hinlegen. Im Fahrzeug. Bestätigt. Aber dann seid ihr noch ziemlich entfernt von Shabazz, ja? Bestätige, wir sind weit entfernt, wir sind westlich von Shabazz, ein gutes Stück, aber von nördlich her gleiche Höhe wie ihr auch im Moment. Okay, gut. Dann wir rücken weiter vor und warten dann dort, ja? Sah nach zivilen PKW aus. Positiv bestätigen, Mickey. Wir sagen Charlie von Bravo bestätige, das ist gut so. Raskill. So, wir biegen jetzt ab nach Westen, nach Osten. Bestätige, hast du gesehen, wir haben AAA in der Stadt hier bei Shabazz oder wie die heißt? Ist es bei euch auf einmal auch heller geworden irgendwie? Ja. Raskill, hast du gesehen, AAA bei Shabazz? Ja, hab ich gesehen. Ich mach mal die Night Vision aus, ist nämlich viel heller geworden irgendwie gerade, ja? Okay, ich warte auch mal, bis sich die Augen dran gewöhnen. 3 Check, Night Vision aus. Bitte vor. Ich sag, wir gehen jetzt hier noch links den Hügel rum und dann gehen wir nach, nach Osten auf Shabazz zu. Ziel wäre eigentlich, dass wir den Ort erreichen, wenn die, wenn Charlie das erste, die erste Siedlung da genommen hat, weil dann können die uns Deckung geben. Mit der AAA, das könnte ein bisschen heikel werden. Wir müssen also genau aufklären, bevor wir das erste Mal feuern, sonst nimmt uns die AAA wahrscheinlich auseinander. Bestätige, bleib mal kurz stehen, ich muss die Knipsenlautstärke anpassen. Gut, passt. Bitte vor. Wiederholen für 3 bitte. Ich sag bitte in Schützenrudel übergehen jetzt. 3 Koppel. Ist echt verdammt hell hier. Nach links in das Wäldchen, links von der Straße, neben der Laterne. 2 verstanden. 3, copy. Copy, wir legen Kurzbeobachtungszeit ein, wir müssen mit Ferngläsern mal die Gegend beobachten und gucken, ob wir irgendwas sehen. Sieht im Norden und im Osten nichts. Keine Kontakte. Okay, wir rücken weiter vor. Okay, 2 deckt jetzt vor allem rechte Flanke ab, ne? Copy, 1 deckt nach vorne. 3 nach links. Jetzt die ersten Gebäude rechts von der rechten Hügel auftauchen. Okay,
wir gehen jetzt hier in das Stück, da legen wir den ersten Oberfluss halt. Okay, ich habe Lokalzeit morgen um 5:30, das dürfte jetzt richtig hell werden. Ja. So, Beobachtungszeit. Copy, 2 sichert Osten, Osten bis Süden. Ja, bitte mal Charlie nach dem Status und Position fragen. Charlie von Bravo, bitte um Status und Position. Wir befinden uns jetzt innerhalb der Compounds und bewegen uns gerade darin vor, sodass wir Sicht aufs Zielgebiet haben. Okay, unser Start, unsere Position melden, die ist 03240-0208. Bravo bestätigt, unsere Position im Moment ist 03240208. Bestätigt. Wir bewegen uns von hier aus Richtung Schabatz ungefähr. Verstanden. Willst du erst die Straße nach vorn laufen und dann runter oder hier direkt querfeld? Ich würde eigentlich gerne die Straße runterlaufen, weil es da Wald hat. Ein bisschen Tarnung zumindest. Wollte gerade sagen, weil Schabatz ist sowieso erhöht. Wir gehen weiter. Moment, ich drücke auf. Charlie, Bravo geht jetzt langsam weiter, setzen uns in Bewegung. Verstanden. Hast du übrigens gewusst, bei Arma 2 hier, dass die KI zwar durch Gras sehen kann, aber nicht durch Büsche? Ja, wusste ich. Ich dachte immer, die sehen durch die Büsche. Nein. Deswegen gibt es ja diese ganzen Videos mit Concealment und, was heißt Deckung nochmal auf Englisch? Cover. Cover. Genau, Concealment Cover. Okay, viele Gebäude auf unserer rechten Flanke, ne? Tja, links zieht sich jetzt eine Straße hin. Ist aber alles frei. Es ist immer schwer, die einzuhalten, wenn du nicht guckst, sondern rechts hier die Sicherung machst. Ja, manchmal merke ich es, wenn die Schritte näher kommen. Hinlegen. Keine Sicht im Liegen. Hoppi, bewegt euch, dass ihr ein bisschen Sicht habt. Ich gehe so, dass ich jetzt die Straße runter in den Ort gucken kann. Copy, da decke ich auch ab. Ich decke nach Norden die Straße ab. Okay, ich sehe die Flak, die steht auf dem Gebäude, ist eine ZSU fest eingebaut und ich sehe einen Machine Gunner, der vor dem Truck, der da unbemannt steht, hin und her läuft. Entfernung für den Machine Gunner ist 205 Meter, die ZSU ist 220 Meter weg. Copy, ich sehe den Truck, ich sehe aber nicht den Machine Gunner und die ZSU. Ich sehe noch einen zweiten Machine Gunner, der läuft jetzt mit dem anderen vor dem Truck hin und her. Bestätige, ich sehe zwei Mann, der eine läuft jetzt gerade zur linken Straßenseite, da steht noch einer. Zwei Mann sichtbar. Charlie hier, Bravo, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören. Ja, hier, Bravo, wir
sehen jetzt auf den Ortseingang. Wir haben Blick auf die FLAG, das ist eine ZSU fest installiert auf dem Häuserdach, besetzt mit einem Schützen. Wir sind weiterhin eine Patrouille von zwei Mann vor der ZSU. Verstanden. Ist die FLAG ein Ziel oder nicht? Wir sollten sie auf jeden Fall, sie ist kein offizielles Ziel der Mission, aber ich denke, wir sollten sie auf jeden Fall ausschalten. Haben wir Satchels? Nein, also nicht, zumindest den Gunner rausschießen, also so, dass sie nicht feuern kann. Wir müssen sie nicht zerstören. Verstanden. Wir sind momentan in diesen Compounds da drin, aber hier ist es tote Hose. Das heißt, wir werden jetzt langsam weiter vorrücken. Wir befinden uns jetzt genau an, Moment, Position 0417, 0175. Ja, bravo, verstanden. Könnt ihr beim Vorrücken einen Schwenker nach Norden machen, so dass ihr über die Position 036 021 ungefähr in die Stadt kommen. Dann müsstet ihr einen guten Blick sowohl auf die ZSU haben, als auch auf die Patrouille, die da vorgeht. Oh, da müssen wir jetzt aber einmal über die Crash-Site laufen, ja? Also ja, über Norden, da drüber, so das dauert ein bisschen, also das ist bestimmt Radius, Kilometer Umweg. Also am Umkreis des Kreises entlang. Ich glaube, das hat er nicht Wir gehört. Können erstmal zur Kreuzung an Position 040-020. Ja, genau. Okay. Haskell von McKee, kannst du mir erklären, wo das die FLAG sichtbar ist für dich? Ich sehe den Truck und dahinter ein Haus, aber ich sehe die FLAG nicht. Also Von mir ist die FLAG in Verlängerung des Trucks genau da drüber, auf dem Gebäude. Okay, dann ist sie von mir aus ein bisschen weiter rechts, dann sehe ich die nicht hinterm Gebüsch. Ja, die ist ungefähr zwei Finger breit rechts von der Laterne, wo der Truck dran steht. Copy, die Laterne sehe ich nur noch ein ganz kleines Stück zwischen den Bäumen hervorlugen. Also ich sehe die nicht, auch die Laterne selbst nicht. Also wenn ich mich nach hinten umgucke, dann sehe ich sie ganz gut. Ist verdammt hell geworden. Ist sehr hell, ja. Ich würde vorschlagen, dass ich hier noch ein bisschen nach vorne gehe bis zu den nächsten Gebüschen hier, weil ich liege hier ziemlich beschissen. Ich überlege, ob wir nicht einen rechts rüber kriechen und uns da noch eine Position suchen. Ja, ich liege hier fast auf Präsentierteller, wenn ich die Straße hier nach hinten beobachte. Was es hier geht, ist, dass wir hier in so einem Loch liegen. Das ist nicht das Schlechteste. Links könnte natürlich noch beschissener sein. Also, wenn ich die rechte Seite ist es so, wenn wir rechts nach vorne gehen, da kommen wir nicht zu den Häusern direkt hin, weil da ist eine ziemlich lange Mauer mit einem Durchgang, den ich einsehen kann. Genau. Das ist ja auch eingezeichnet. Wenn ich nach hinten gucke, dann bin ich, also ich sehe die ZSU ziemlich genau die Straße runter. Ich bin wahrscheinlich genau am Schussfeld, bloß dass er mich nicht sieht, weil ich liege. Ich liege ja fast auf der Straße. Ich glaube, wir sollten hier ungefähr bleiben, weil die Sicht ist ganz gut, vor allem wenn Charlie gleich von der anderen Seite in das Kaff sehen kann. Dann müssten wir die eigentlich von hier relativ gut zerlegen können. Okay, soll ich noch ein bisschen nach rechts für ein bisschen bessere Feuerwinkel, weil wir liegen ja fast schon aufeinander. Ja, es sollte einer von euch mal auf die andere Straßenseite. Ich gehe. Drei geht auf die andere Straßenseite, ich robb rüber. Soll ich Anastasis Position übernehmen? Ja, du kannst hier mal, weil Anastasis und ich arbeiten nicht zusammen. Ja, nur weil sonst nach hinten niemand mehr die Straße absichert. Ja, das ist auf jeden Fall gut, das könntest du dann tun. Okay, da wo ich gelegen bin, hattest du eine super Sicht auf die linken zwei Fußsoldaten. Da könntest du mit einem Schuss beide kriegen, aber da siehst du dafür die FLAG nicht mehr.
Okay, ich mache jetzt mal einen Kreuzcheck, die andere Seite. Sehe ich jetzt zumindest nichts. Ist aber auch so ein bisschen der Compound und so die Mauern sind ein bisschen tiefer. Also wir haben nach hinten die Straße, nach ungefähr 60 Meter macht die eine Kurve weg und da sehe ich nicht mehr ein. Das heißt, ich kann nur sehr, sehr kurzfristig warnen. Ja, ist dann halt so. Also ich sehe ziemlich gut die AAA und den Truck. Irgendwelche anderen Soldaten sehe ich nicht. Bestätige ich sie von hier aus, wenn ich mich umdrehe, die AAA auch sehr gut. Charlie, hier Bravo, könnt ihr die Crash-Site eigentlich einsehen? Standby, wir haben gerade Gegner. No whisper target found. No whisper target found. Tja, die anderen haben gerade Beschuss, wie es ausschaut, obwohl ich nichts höre. Eigentlich müssten wir es langsam mal hören, ne? Ja, da vorne bei der Triple A tut sich auch nichts. Die guckt ja jetzt nicht irgendwie woanders hin, ne? Ich liege hier aber auch so, wir liegen hier allgemein hinter so einer ganz kleinen Anhöhe. Kann natürlich sein, dass wir es drum nicht hören. Ja, aber die sind keine 6 Meter mehr weg. Bisschen was sollte man hören, ne? Haben die sicher Beschuss? Vielleicht ist auch nur hektisches Funkgelaber bei denen gerade. In Bezug zur Flak, wo sind denn die? Charlie hier, Bravo, ist neuer Status. Wir haben gerade Gegner in diesen Compounds hier. Ballern die oder haben sie einfach Gegner da? Herr Beschuss. Irgendwas war gerade doch ziemlich hell. Bestätige hell wie auch Beschuss. AAA hat sich umgedreht. Also nicht zu uns, ja, aber jetzt in die andere Richtung. Links und rechts, aber im Moment guckt die wieder ruhig nach rechts. Duma tot, super. Guck mal, rechts von diesem kleinen Gebäude, das vor der AAA steht, da ist noch ein Suchscheinwerfer. Vielleicht war der, der zu uns geguckt hat. Das kommt so ungefähr von da. Zwei Leute sind verletzt bei uns, zumindest Bad Guy und Boomer. Boomer wird bei mir als tot angezeigt. Die sind verletzt. Ja, dann bitte repariert sie mal. Ich nehme an, du funkst direkt mit denen, gell? Ja, ich bin schon direkt denen. Okay, Achtung. Das was ab und zu so hell wird, ist der Suchscheinwerfer. Der steht ja, ja. Rechts von der Flak. Ja, der leuchtet. Naja, die Flak ist jetzt gedreht in die Richtung und die beiden Soldaten sind links weggelaufen. Soldaten weggelaufen, stimmt, die Flak, die dreht sich die ganze Zeit schon ein bisschen links und rechts. Ich weiß nicht, ob das tragisch ist. Ja, die guckt halt mal immer rüber. Der Suchscheinwerfer, der
guckt mal in unsere Richtung, mal nicht, ne? So ein bisschen, da ist irgend so eine Person dran, die den bedient. Okay, mag für den ersten Schuss ganz gut sein. Okay, hier ist Charlie, ich wurde gerade verletzt, einer von uns ist tot, Boomer ist tot, wir müssen hier uns gerade erst noch sammeln. Bravo, bestätige, wir liegen immer noch in Lauerstellung. Vorsicht, wir hatten zwei rumlaufende MG-Schützen, die sind in eure Richtung weggelaufen. Verstanden. Aus der Stadt raus, ja? Ja, die waren direkt nordwestlich von Shabazz, da wo die Straße ins Dörfchen reingeht, waren die stationiert, die sind jetzt weggelaufen, als wir das Feuer gehört haben. Sag denen mal, die sind nach Nordosten gelaufen, aus der Stadt raus. Nachtrag, die sind aus der Stadt raus Richtung Nordosten gelaufen. Auf der Karte sehe ich Flugabwehrspezialisten. Verstanden. Auf der Karte ist bei mir jetzt ein Hubschrauber eingezeichnet. Jungs, ich habe auf der Karte von uns aus Richtung Süden, Süd-Südost, habe ich vier Specialists eingetragen. Und bei der Straße auch. Sehe ich, wir bereiten Feuerüberfall rüber. Es kommen uns drei Mann auch entgegen. Ich nehme den Flakschützen, ihr nehmt die Drei-Mann-Patrouille, die jetzt gerade kommt. Copy that, wir haben zusätzlich dann noch rechts von uns, aber wir sind ready. Ja, und genau, da switchen wir dann um. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Ich hab Smoke raus. Wie bitte? Wir sind auf dem Weg. Charlie, hier Bravo, wir sind im Feuergefecht. Mackie hat keine Gegner. Verstanden, wir haben hier noch Gegner in der Nähe und müssen gerade ausmachen, die ganzen Gegner. Wir ziehen uns zurück, los. Copy. Ich habe keine Smoke mehr. Smoke hält sich noch. Deckung irgendwie und beobachten erstmal die Lage. Jetzt sind wir ja auch hier ein bisschen unten beim Fluss hat Steine, aber weniger Sicht. Okay, also ich glaube. Hat hier einer gesehen, die Patrouille rechts? Negativ gesehen nicht, wir wurden aber definitiv von da unter Feuer genommen. Ja, ich habe zumindest gesehen, dass alle die an der Einfahrt unterhalb von dem Flak drei Mann down sind. Ich glaube, die Flak war auch down. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, die hab ich erwischt, ja. Charlie, hier Bravo, wir haben die Flak ausgeschaltet und eine Drei-Mann-Patrouille im Ort, sind dann aber von der Drei-Patrouille aus Richtung Süden angegriffen worden und sind jetzt unter Rauch ausgewichen. Haben also keinen Blick mehr auf Shabazz. Ah, falsche Quetsche. Charlie, Bravo, wir sind jetzt, hatten Feuergefecht, haben die Wack ausgeschaltet und eine Drei-Mann-Patrouille im Ort. Sind gerade im Feuergefecht. Wir sind ausgewichen, da sind wir aus Richtung Stopp-Baskill. Von der Drei-Mann-Patrouille. Stopp. Break. Die sind im Feuergefecht. Ja, macht nichts. Kann was sagen. Sind gerade im Feuergefecht. Ja, aber die sind nicht aufnahmefähig im Feuergefecht. Das kam alles so aus Südosten, oder? Kann das sein? Das war mehr direkt aus Süden, Anastasius. Da hatten wir zumindest auch auf der Map Kontakte. Und von da wurde Beschuss, habe ich Beschuss gekriegt.
Das jetzt ist eher aus Osten, Südosten, das ist aber das Charlie-Team. Achtung, die Patrouille kommt über den Berg in Richtung 195. Da kommt nicht in die. Wo genau sind die Ziele? Ich sehe nichts. 200. Zwei habe ich erwischt Richtung 200. Copy. Hinter dem. Copy, hab einfallen sehen. Telegrafenmasten da. Kamen sie über den Hügel. Den dritten habe ich nicht erwischt oder gesehen. Doch, jetzt sehe ich. Da ist noch einer, ja. Ja. Moment, ich guck mal mit dem Vektor, wie die Schusslage ist. Der lebt immer noch. Höher halten, höher. Der ist fast 300 Meter da. Ja, fast gut. Ein bisschen höher noch. Noch ein bisschen höher. Ja, erwischt. Sauber. Schöner Hit. Problem ist, ich hab Schall gedämpft auf die Distanz. Puh. Hast ihn ja erwischt. So Jungs, zügiger Stellungswechsel, los, wir bewegen uns hier weg. Wohin? Mal hier in meine Richtung, wir gehen jetzt hier ein Stück die Straße längs und dann rechts ab in einer kleinen Kurve, dass wir hier die Position wechseln. Jo, verstanden. Charlie hier, Bravo, wie ist euer Schuss? Schlecht, Max ist down, wir stehen unter schwerem Beschuss. Max wird aber gerade wieder hergestellt. Wir können hier schön nach Osten rein und die unterstützen. Jo, machen wir jetzt auch. Ich will nur die Stadt nicht direkt dabei haben, das wird schwierig sein. So geil, du hinterlässt ja auch Fußabdrücke. Ja, ist sowieso hier schwieriges Gelände rechts von der Stadt, also unsere rechte Seite, alles so ein bisschen Hang. Ah, das kriegen wir schon hin. Das war übrigens bis jetzt richtig. Ja. Charlie von Bravo, wir bewegen uns langsam in östlicher Richtung und versuchen euch von Osten her zur Hilfe zu kommen. Vorsicht, dass ihr aus östlicher Kontakte nicht direkt Feuer öffnet. Charlie hier Bravo, wir kommen jetzt, wie McKee gesagt hat, aus Osten. Und bewegen uns gerade auf der Straße, die nördlich an dem Zielkreis vorbeigeht. Verstanden. Wir befinden uns jetzt bei Ali hier, Bravo. Ich hab den Funkspruch nicht zu Ende gehört. Wir befinden uns bei, auch jetzt gleich auf der Straße, 041, 019. Copy, dann bewegt euch bitte nach Norden, dann können wir da wieder zusammenkommen. Da ist ja auch das Wrack in der Nähe. Das alles für eine schwarze Dose. Ehrlich.
gefällt dieser Hügelrücken hier rechts von uns nicht. Mir gefällt der sehr gut. Ja, wenn es nicht KI wäre, die KI schert sich einen Dreck rum und rennt einfach über den drüber und eröffnet das Feuer. Weil das Gute ist, dass ich, das war ja eben auch so. Mal kurz stopp. Bravo von Charlie, wir verarzen uns jetzt hier noch komplett und gehen dann weiter hier vor. Sind gerade in einer relativ sicheren Stellung. Ja, Charlie, verstanden. Wir bewegen uns weiter Richtung Osten vor auf der Straße. Mal kurz ruhig halt. Ich habe gerade ein Fahrzeug gehört. Kann das sein? Moment, Moment. Was? Stopp. Anastasius probiert mit seinem nebensächlichen Gemurmel hier darauf hinzuweisen, dass er ein Fahrzeug hört. Ich höre nichts mehr. Aber mir war gerade so, als ob ein Fahrzeug war. Nee, passt. Sagen wollte ist, das ist hier wie in echt, wenn was über so einen Berg kommt, das hebt sich halt so dermaßen gegen den Himmel ab, dass du sofort siehst. Und deswegen ist über Hügel, deswegen mache ich das auch schon gerne. Das, ich merke das zwar nicht, aber man greift nie über Hügel an als Hügel. Das ist kein Po. Jo, Ratskill, erstens, du gehst geduckt, zweitens Richtung Osten habe ich die ersten Mauern und Häuser sichtbar. Die sehe ich, wir rücken noch ein bisschen vor, dass ich ein besseres Sichtfeld habe und dann gehen wir noch Beschuss? Von wo? Links von uns ist ein Graben, da könnten wir ein bisschen tiefer an diese Dings warten. Unten im Graben, da sind auch Felsen und sowas alles am Fluss. Charlie, hier Raum, wir haben Schüsse gehört. Haben gerade einen MG-Gunner noch erwischt auf einem Fahrzeug. Ja, alles gut. Habe ich doch richtig gehört mit dem Fahrzeug. Okay, ich sehe die, die Mauern, kann aber kein Gegner hinter. Jo, dasselbe hier. Okay, wir rücken weiter fort. Kein Problem. Hinter uns sieht soweit alles gut aus. Ich sehe unseren Trupp, also ich sehe zumindest die grüne Markierung. Jo, sehe ich auch. Ja, check. Bei mir ist unten eingeblendet, Boomer wurde getötet. Aber das wurde vorhin schon mal, vielleicht lebt er ja noch. Charlie hier, Bravo, wir dringen jetzt von Osten in den Compound ein. Bitte Achtung wegen Friendly Fire. Ah, Recke, du bringst das ab. Boomer ist ganz raus, der ist tot. Jo, rechts von uns ist übrigens das Wrack, habt ihr gesehen, ne? So, ich nehme mal die große, Moment. Charlie von Bravo, wir kommen von Osten in den Compound rein, bitte bestätigen. Bestätigt, ihr kommt von Osten in den Compound. Und zwar in den nördlichen oder in den südlichen? In den nördlichen, da wo die Straße direkt reinführt. Verstanden, da sind wir noch nicht. Hat einer den Dings gesehen, den er gerade gemeldet hat, den Gunner? Negativ. Negativ, hat er den nicht erledigt? Er ist auf meiner linken Flanke, Anastasis, bitte nochmal ein Stück nach links, prüf mal auf den Gebäuden. Nee, mein Spieler, meine Figur hat gerade einen Gunner gemeldet, einen Machine Gunner, und ich sehe nichts. So, ich sehe gerade auch nichts, ich wechsle mal kurz auf Fanglas. Charlie von Bravo, Update, wir haben gerade Kontaktmeldung von unseren KI-Playern gekriegt und scouten jetzt das Gebiet erst noch aus, wir marschieren noch nicht rein. Also ich sehe auf den Dächern kein MG bis zur Ecke. Jo, Copy. 3 Copy. 3 Copy. Schuss direkt rechts von uns aus den Bäumen. Wir hören Schüsse, wart ihr das? Da ist Blattwerk runtergefallen.
Ein Baum rechts von uns. Wir haben es gehört, aber wir haben nicht geschossen. Und zwar auch rechts von uns, also eher in eurer Richtung. Ja, scheiße. Das war rechts von uns auch. Vorsicht, Raskill. Wir hatten hier direkt vor uns 10 Meter stehen ja Bäume. Rechts von der Straße, das Blattwerk rausgefallen beim Beschuss. Ja, Kopi, aber das war... Ich hab nicht gesehen. Das ist die Frage, ob wir nicht doch mal einen kurzen Sprint einlegen, da hinten an Gebäudedeckung zu suchen. Ja, wenn man Zeit ist. Du meinst Richtung 080, das erste Gebäude, was da steht. Ja, wir rücken vorsichtig weiter vor. Wir könnten ein bisschen weiter links noch, da geht's noch ein paar Meter runter. Auf der Karte ist noch ein ganz alter Kontakt eingezeichnet, aber der hilft uns gar nichts. Vorsichtig weiter vor. Also der eine Schuss war vom Team. Mehrere waren vom Team. Das ist cool, inzwischen erkennst du schon ein Geräusch. Die ersten haben für mich nicht nach Team getönt, sondern so wie die vorhin auch. Ich sehe auf den Gebäuden nach wie vor nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Was ist das auf 150 da? Ah, das ist das Wrack, passt. Ich sehe das Heli-Wrack da liegen. Der Wrack. Boah, ihr seid ja ein bisschen weiter rüber. Charlie hier, Bravo, wie ist euer Status? Rücken jetzt auf der Straße Richtung Norden vor. Copy, wir haben jetzt das erste Gebäude erreicht. Von unserer Seite aus. Ganz links hier erst hinter der Mauer clearen? Ja, ich will erstmal hier an das Gebäude und dann gehen wir hier links rum und clearen den Innenhof und dann einmal außen rum. Copy that. Okay, behaltet mal auf der rechten Seite die Fenster da noch mit in der Mauer. Dann macht mal vor hier, links rum. Auf geht's. Okay, ich bin auf Full Auto. Erstes Gebäude clean. Ich mach die Rückendeckung. Zweites clean. Rücke vor zum nächsten. Charlie hier, Bravo. Wir befinden uns jetzt nördlich des Wrackes, am nördlichsten Gebäude von dem Compound. Verstanden, wir befinden uns südöstlich des Wrackes und zwar am südöstlichsten Gebäude des vom Wrack aus gesehen. Raum 1 und 2 leer, Raum 3 hat noch ein Dach. Bräuchte hier noch jemand? Raum 1, 2 und 3 leer, ich würde jetzt noch aufs Dach. Nur, dass hier unten einer rausguckt. Ich gucke erstmal die anderen Dächer hier noch zur, welche Seite ist denn das hier, südlichen Seite ab. Ja, aber voll aufpassen, Dach ist immer gefährlich. Ja, ja. Okay, Dächer sehen frei aus. Aber das heißt, du kannst auch sehr gut gesehen werden.
Ja. Okay, sieht soweit gut aus. Übrigens, Anastasius, als Raskil vorhin angefangen hat zu funken, da wäre es schlauer gewesen, kurz zu warten, statt weiterzulaufen, weil wir haben uns genau da mit den Feuerwinkeln verloren. Mackie geht vor, ich decke links. Okay, geh raus, decke rechts. Mackie kann das Tor nicht einnehmen. Welches Tor? Das in der Mauer, das da wo Anastasius jetzt gerade hingeht. Ja, das macht er, ich decke hier links. Mackie geht bis an die Mauer vor. Dann Anastasius umdrehen. Wir haben noch 200 Meter bis zum Ziel. Befinden uns jetzt an der nördlichen Ecke des südwestlichen Kompons vom Wrack aus gesehen und warten auf Befehle. Copy, hier Bravo, wir klären noch die umliegenden Gebäude und stoßen dann zu euch mit. McKee, weiter vorrücken und hier einmal rechts um die Mauer rum. Nee, vor, also da wo du eben standst, genau. Der Mauer folgen und dann rechts rum. Alle zusammen. Okay, ich deck nach hinten. Gut, ist safe. Geh direkt weiter. Copy, Anastasius, kannst du auch rumkommen? Copy. Okay, deck nach hinten. Stopp, stehen bleiben, Anastasius. Ah, ein Reh. Okay. Der Key, dein Rücken und deine Flanke ist frei. Okay, ich sehe der Straße entlang, sieht soweit frei aus, ich gehe aber nicht weiter, aber ich kann von hier gut Deckung geben. Reh auf 3,50. Copy, Anastasius, wir gehen vorbei an McKee und gehen die Straße runter. McKee, pass auf. Einer von uns muss gerade mal austreten. 5 Minuten sind wir wieder voll einsatzfähig. Bravo, verstanden. Hast du mitgekriegt, ne? Ja. Sorry, ich hab gedacht, du bist nur an der Ecke, aber das war McKee. McKee deckt nach hinten. Ich höre euch nicht mehr, gell? Nur noch Funk. Copy. Was geht hinter dir? Okay, ich deck die Querstraße, Anastasius, geh du auf die andere Seite rüber. Okay. Ich komm näher, weg hier nach. McKee mit rüber zu Anastasius, ihr rückt weiter vor. Sobald die Ecke, wo Anastasius steht, wo, wenn ihr da vorbei seid, sagt er Bescheid, dann rücke ich nach. Hier ist gleich ein Häusereingang, ne? Ja, dann clearen. Ich geh rein. Wir gehen rein. Ja, eins rückt nach. Zwei Räume, erster ist frei, drei Räume. Zwei sind frei. Dritter Raum frei. Vierter Raum. Vierter Raum geht in den Innenhof. Vierter Raum frei. Charlie, hier Bravo, gebt mal bitte eure GPS-Koordinaten, dass wir genau wissen, wo ihr seid. Kommen zurück. Anastasius deckt besser den Innenhof von da noch ab, solange wir stehen. Alles klar. Charlie, ihr Bravo, könnt ihr bitte mal eure GPS-Koordinaten durchgeben? Wahrscheinlich ist Bad Guy auf. Wir befinden uns an 0413 0201.
Unser Soldat hat jetzt auch nun gepinkelt. Ah, Copy, dann seid ihr dabei Höhe 2022 in dem Compound. Richtig. Ah, verstanden. Wir sind bei 0394 0220. Das ist der zweite Compound von Norden aus gesehen. Wir bewegen uns jetzt in den dritten und den vierten, beziehungsweise wir bewegen uns in den dritten, ihr könntet euch in den vierten bewegen, der da direkt an der Kreuzung ist. Verstanden. Copy und los. Innenhof nach Süden ist noch ein Haus mit zwei Eingängen, sehe ich nichts. In westlicher Richtung sehe ich noch einen Schuppen, da sehe ich noch nicht mal den Eingang, der ist zu mir abgewandten Seite. Ansonsten ist Innenraum frei. Komm wieder zurück. Habt ihr einen Eingang in den Innenhof da? Oder? Ja, haben wir. Ja, Copy. Den besetze ich. Den besetze ich gerade. Wir kommen, Anastasis, wir gehen durch den Innenhof. Copy. User disconnected from your channel. Nach Westen weg, nach rechts hier weg, da sehe ich nichts. Hier auf der linken Seite ist noch eine Tür rein in den Innenhof. Das Haus voraus ist nichts zu sehen bis jetzt. Was ist denn hier links um die Ecke, Anastasis? Gleich bei dir. Da ist noch ein Eingang auf den Innenhof hier in der Mauer, in der Außenmauer. Na, dann ihr beiden rein, los. Wo rein? Achso, rechts hier? Mauer. Vorsicht, rechts hier haben wir noch einen kleinen Schuppen. McKee und Anastasis hier rechts lang bei McKee und da in den Süden. Das Gebäude gegenüber auf die freie Fläche. Copy? Jo. Wenn du zwei Schritte vorgehst, kann ich in den Innenhof und du kannst da weiter. Genau. Kleines Gebäude clear. Hinter dem Gebäude clear. Bitte Funke benutzen, ihr werdet sehr lange. Kleines Gebäude ist clear. Was ich im südlichen Gebäude da sehe, ist auch clear. Positiv, hab auch keine Kontakte an dem südlichen Gebäude. Copy, hast du die offene Fläche noch gesichert? Anastasis hält offene Fläche gesichert. Charlie hier, Bravo, wir haben jetzt den zweiten Compound von Norden gesichert, gehen jetzt in den dritten. Verstanden, wir befinden uns am vierten. Copy. Aufpassen bitte wegen Friendly Fire. Verstanden. Ich kreuze. Ja, los geht's. Okay, ich gehe durch den Eingang und deck nach rechts ab, Richtung Süden. Copy, Anastasis, du deckst die offene Fläche. Ich gehe hinter McKee her. Auf drei, Copy. Clear. Okay, wir gehen am besten direkt weiter, sonst haben wir hier verdammt viel offene Fläche. Nachrücken. Oh, was ist da drüben in dem Compound links von der Straße befindet sich Charlie. Alles klar. Dreideck nach hinten und nach links in die Richtung. Copy, Decke nach rechts. Wir gucken jetzt um die Ecke aus dem vierten Compound in eure Richtung. Bestätige. Bestätige. Anastasis, du an uns, an mir. Wir haben euch visual. Wir warten. Anastasis, ist da irgendwo ein Eingang? Negativ, sieht nicht so aus. Nee. Doch. Doch, hier ist ein Eingang. Ungefähr 5 Meter, Meter vor mir. Müssen wir laufen. Bei mir ist ein Eingang. Ich stehe genau davor. Ich höre Stimmen, kann sein, dass es vom anderen Team ist. Ja, die stehen ja da hinten an der Ecke. Okay, ich komme ein bisschen, ich rücke nach.
2 im Innenbereich. 2 Eingänge, 2 Häuser, alles clear. Ich behalte den geradezu im Auge. Okay, McKee, komm her. Wir clearen das erste Gebäude. Hier die Mauer entlang und dann da ins erste Gebäude rein. Dabei können wir die gegenüber im Auge, behältst du bitte im Auge, zusammen mit... Copy, ich hab den Blick, ich komme aber mit hinter dir nicht ins Gebäude rein. Ja, kein Problem, ich kann gerade stehen bleiben, das ist eben. Charlie, habt ihr die Straße selber im Blick, wo wir vorhin drauf gelaufen sind? Max hat die Straße im Blick. Super, danke. Alle von Bravo 1, ich betrete jetzt in dem Compound das Dach. Check. Alle von Bravo 1, ich betrete jetzt das Dach des Compounds. Anastasius von McKee, dein Rücken ist gedeckt vom Charlie-Team, das heißt, du kannst eigentlich 50 Meter nach vorne an die Mauer hingehen. Alles klar, ich gehe nach vorne zur offenen Fläche. Raskel, ich höre dich nicht. Raskel, ich höre dich nicht. Stopp, Raskel, stopp, er hört dich nicht, andere Knipse. Nee, ist die richtige, 343. Jetzt höre ich dich. Genau, du da an die Ecke, so dass du das Wrack sehen kannst. McKee, bitte rechts an das Gebäude, rechts von Anastasius, da an die Mauer gehen und auch das Wrack mitdecken. Bitte nicht vor die Mauer, sondern hinter der Mauer schon in Deckung bleiben. Von McKee, ich habe hier einen Durchgang in der Mauer, der ist dann ungedeckt. Kein Problem, ich liege hier auf dem Dach und habe das im Blick. Copy, geh nach vorn. Charlie, hier Bravo, wir decken jetzt das Wrack und das vor ihm liegende Gelände. Ihr bitte ans Wrack vorrücken und die Blackbox bergen. Verstanden. Also die einzige Gefahr, die ich da sehe, ist direkt südlich vom Wrack, da ist ein bisschen blödes Gelände und Gebüsche. Siehst du da das ganze Gelände ein, Raskel? Copy, ja, das sehe ich, kann aber keinen Gegner ausmachen, aber in Büschen kann ich halt auch wenig erkennen. Ja, wäre nur prädestiniert für Nebel. Wäre prädestiniert, wenn man ein Wärmegerät hätte. Oder... Haben wir aber alles nicht. Artillerie wäre auch nett. Agent Orange ist immer gut. Bill und John wären auch hilfreich. Okay, Seesteam. Okay, Charlie ist im Blick. Hey Charlie, Ecke sagt, ihr seid schwul. Ecke ist einfach geil. Charlie, hier Bravo, bitte wieder zurückkommen in unseren Compound und hier rücken wir dann zusammen ab. Guten Tag. Wir haben einen östlichen Eingang, den ihr gleich decken könntet, genau. McKee, ich zieh auch hinterher. Max, solltet ihr Decken aufbauen. Doppeldeckung. Das heißt, einer rechts postieren, nach links gucken, links postieren, nach rechts gucken. So, wie sieht der Abzug aus? Ist noch eine hinein in meinen Kabinen 6 Uhr, ist da noch ein Eingang.
Ja, der wird ja gedeckt. Oder so. Sieht zwar nicht so aus. Alle von Bravo, der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir rücken jetzt ab hier aus dem Compound Richtung Osten aus dem Tor, gehen dann nach Norden die Straße entlang, die haben wir schon geklärt, biegen dann ab nach Westen, also gehen erstmal nach Norden hoch, biegen dann ab nach Westen und folgen der Straße und danach dem Flussbett, beziehungsweise diesem, Fluss ist es glaube ich nicht, so ein Seebett, bis zum Extraction Point. Okay. Wie teilen wir die Deckung auf? Deckungsbereiche und so? Machen wir nach Teams. Das Charlie-Team rückt jetzt als erstes aus, links rum. Alpha, Bravo folgt dann. Und links Flanken, was machen wir damit? Da gucken wir, ob da jemand kommt. Okay, Max, du gehst vor. Jolly hinter mir. Okay, jemand nach rechts? Ich guck nach rechts. Okay, Charlie, wir rücken ebenfalls ab. Bravo. 2, Copy. Copy, weiterhin geduckt bleiben. Weiterhin geduckt bleiben. Negativ. Wir verlassen Compound, komm. Copy, hinten dran. Deck nach hinten. Jolly, warte, Charlie, ihr Bravo, wir decken den hinteren Bereich, ihr könnt nach vorne und die Flanken mitdecken. Wir decken für euch den rückwärtigen Bereich. Jolly, deckst du hier nach links den Eingang? Stopp, Anastasius, ein bisschen weiter auseinander. Jolly? Ja, den Weg decken. Passt. Copy. Ja. Charlie ist da nicht ganz so schnell. Okay, ja, ich sehe immer nicht, wie dicht du schon hinter mir bist. Wenn ich über dich stolper. Bravo. Ja, wir rücken vorbei an Charlie. Okay, weiter Anastasius, wir gehen vorbei. Okay, Charlie, wir gehen vorbei. Charlie, sobald wir vorbei sind, deckst du nach hinten. Okay. Charlie, ihr Bravo, ihr gebt Deckung, wir rücken an euch vorbei. Verstanden. Ach, ich kreuze. Ich decke. Geh rechts rüber. Ich decke nach Norden. Charlie hier, Bravo, jetzt hier wieder an uns vorbeiziehen aus dem Ort raus und dann nach rechts runter in das Flussbett. Kommt noch ein Trick, bitte. Max, siehst du rechts das Flussbett? Da okay. Auf 300. Okay. Vorwärts. Okay, Max, du deckst immer nach vorne. Jetzt hier auf 80 auf das Flussbett zu und dann Flussbett folgen. Wo ist denn hier ein Flussbett? Hier, direkt vor uns. Oder was das sein soll. Auf jeden Fall so eine Ruhe. Okay, Bravo, wir rücken nach. Copy, Deck nach hinten.
Deck nach hinten. Charlie hier, Bravo, wir nach. Ich kann es glaube ich ein Stückchen weiter zurück. Bravo an alle. Von hier ab in Schützenreihe zusammen. Das heißt, 1, 2 und 3 aus meinem Team bilden den Anfang und Team Charlie dann hinter uns. In einer Reihe. Und auf geht's. Du bist noch geduckt. Okay, ihr habt's gehört, ja? Also einfach Schützenreihe 1, 2 und 3 nach rechts, oder? Hintereinander. Was gilt? Schützenreihe ist nach rechts normalerweise, oder? Die rechts. Keine Deckung nach hinten. Die Versetzung ist immer vom Leader aus nach rechts. Genau, der Lead ist hier. Eigentlich ist der Lead frei, aber der erste geht dann vorne rechts, genau. Okay. Und jetzt, weil ich Lead bin, vorne links, aber eigentlich ist der Gruppenführer, sagt man, wählt seinen Platz der Lage entsprechend. Jo, Richtung 0, Richtung 300 haben wir einen Regenbogen, sehr schön. Ja, den Regenbogen habe ich vorhin auch schon bewundert. Flüchtig. Das benutzt man nicht so, dieses Verb oder dieses Adjektiv, anders gesagt, weil flüchtig ist nicht auf der Flucht. Dabei waren wir ziemlich flüchtig. Ja. Also echt, eine Funktion, die dem Spiel fehlt, ist eine Auto-Walk-Taste, dass da einfach irgendwas W mit Alt oder so, dass der einfach weiterläuft, bis du was Neues drückst. Ach, ich finde für den Finger so eine Position, wo das geht. Ich auch, die Position nennt sich Scheiße. Das ist ja eine herrliche Falle hier unten. Naja, aber wir können glaube ich auch den Gegner gut umgehen, der sieht uns ja nicht. Sieht das aus. Anastasius, guckst du links hier? Ich guck rechts. Ja, ich guck mehr links. Ich zeichne übrigens seit Anfang an mit Fraps auf. Aber ohne Teamspeak-Mitschnitt, oder? Ich glaube schon. Ehrlich? Zeigst du alles auf? Jo. Ah, sauber. Das passt natürlich gut, dass die Mission auch so gut gelaufen ist bis hier. So eine Poser, das gibt so ein Poser-Video. Wart ab, du, noch sind wir nicht ganz da. Das entspricht dann genauso der Realität wie dem Coca-Cola-Werbevideo. Hast du den ersten Absprung, also den ersten Einschlag von hier auch drauf? Nein. Ah, schade. Was hast du nicht drauf? Seinen ersten verkackten Sprung. Ja, da hatte ich wirklich nur einen schwarzen Bildschirm und nur ab und zu auch mal Windgeräusche. Ich wusste noch gar nicht, ob die Mission jetzt schon läuft oder nicht. Und auf einmal war es nur noch kurz Wind und dann Bäm. Gerade als ich von dem schwarzen Bild weg war, Raskel?
Alles, was du nicht unbedingt nur mit McKee besprechen willst, geht mit Funk besser. Ich höre dich gerade immer so. Ich muss nach hinten sprechen. Wir wollen ja mit dir vielleicht gar nicht reden. Ja, stimmt, genau. Oder den Kopf nach hinten drehen. Aber dann ist das mit der Deckung wieder so eine Sache. Raskill, du bist der Leader. Schick den mal zum Ende vom Regenbogen. Jetzt, ja, einmal bis zum Regenbogen, dort Körper abklatschen und dann wieder zurück. So, Jungs, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Beobachtungsschwerpunkt, die linken und rechten Flanken. Links liegt der Ort noch, den wir nicht geklärt haben. Und rechts haben wir vorhin ein paar Fahrzeuge gesehen. Bravo 2, Copy. Verstanden, Bravo und jetzt 3. Ist es auch noch hell. Die Fahrzeuge rechte Seite vorhin waren zumindest primär PKWs, das heißt aber nichts. Also zivile. Da oben fliegt Goma. Von hier aus ziemlich genau Richtung Süd-Südost hatten wir Gegnerkontakte. Mit nicht 100% geklärt. Ungefähr 400 Meter. Du hast ja Nerven, ey. Weil du hier einfach schön die Schützenreihe eisern beibehältst. Was labern? Wandern? Na gut, die größte Bedrohung an den Flanken. Ist noch schwer einzuschätzen, wenn ich nicht weiß, was die gemacht haben, die KI. Ja, aber trotzdem, ist ja der Fluss mehr oder weniger. Also, du kriegst die Feuerkraft halt hier ganz in alle Richtungen ein bisschen bewegen. Ja gut, der stimmt. Vor allem, wenn du denkst, dass wir eigentlich nur die Formation kennen und dann das Schützenrudel. Ja, das passt, das stimmt. Ja, aber mehr brauchst du doch auch kaum, oder? Das stimmt. Wo geht's vor sich, vor allem linke Flanke, zum Laufen mal langsam den Ortseingang. Wo sind die Zombies? Nee, Zombies gibt's erst am 31. Ich kann dir ein paar ins Gesicht zaubern, wenn du willst. Huber, der steht als Zombie jetzt wieder auf. Du, der kackt uns hier noch auf den Kopf, pass auf. Oder Max, wenn du ein paar Narben und Blut haben willst, dann sag's Bescheid, ich hab Schall gedämpft, da locken wir nicht mal Gegner an damit. Ich glaub, ich brauch einen Medic, ich lade einen. Also ich habe vorhin vom Feuergefecht, ich habe noch Tinnitus in den Augen. Ich sehe nur, ja, Pfeifen. Nur Pfeifen. Da rechts sieht gut aus bei der Mauer. Achtung, wir müssen jetzt hier eine Straße überqueren. Wollen wir absichern und Charlie geht vor? 1, 2 und 3 von Bravo geben mir Deckung. Charlie überquert die Straße und gibt dann auf der anderen Seite Deckung. Okay, ihr habt's gehört, ja. Also, Max deckt nach rechts und Jolly, du deckst nach links, wenn wir auf der anderen Straßenseite sind. Copy. Und drüber in einem. So, Bravo bereit machen zum Überqueren und Sprung auf.
Copy, kurzer Beobachtungshalt, jeder guckt sich um, Rundumsicherung. Okay, Jolly, nach hinten. Nach hinten decken, meine ich. Und wir rücken ab in Schützenreihe, eins geht. Du musst noch genug, meldest, was wenn die Gruppe geht. Was hast du gesagt? Du meldest, wenn die Gruppe geht. Ich? Ja. Ich bin ja der Letzte. Ja, deswegen meldest du, wenn die Gruppe geht. Es ist okay. Anastasis, du bückst dich. Ah, gut, danke. Ziehst du mir ab, Max? Waskel, ich deck nur rechts da diese Mauer. Sag Bescheid, wenn du stoppst oder Richtung wechselst. Moment, ich kann. Wir müssten doch langsam nach Süden weg, oder? Ja, an dem Fluss jetzt gehen wir nach Süden. Der macht ja jetzt hier nichts. Wenn ihr da hinten einen Moment stehen bleiben, sagt mal lieber über Funk, sonst hören wir das vorne nicht. Was ist denn los? Unser Medic meinte, müsste mal einen Check-up machen. Funk! Funk! Unser Medic meinte, er müsste mal einen Check-up machen. Ist ja gut. Ja. Immer schön gesund bleiben. Ansonsten, man hört immer per Sprache, also per hier rumlabern ohne Funk, nur genau eine Person weit, wenn wir unsere Entfernung einhalten. Also immer schön Flüsterpost, weiter da. Ja, genau. Seid ihr ready? Können wir weiter? Jo. Raske ist schon weiter. Ja, das, aber das muss kommuniziert werden, dass ihr auch wieder ready seid, aber passt schon. Eins geht. Zwei in Position. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Also ich höre Bette wieder nicht. Entweder musst du das richtige Funkgerät nehmen oder schreien. Naja, ich hab nichts gesagt. Ich dachte mir, wenn die 6 meldet, dann ist okay. Aber die meldet ja nicht. Jolly von McKee, niemand hört dich hier vorne, wenn du nicht funkst. Na warte, warte, warte. Kann das sein, dass den anderen Kanal haben? Du funkst auf dem 343er. Ja, muss Funkkanal wechseln, das ist Funkgerät. Also nicht Funkkanal, sondern du kannst auf dem 148er wechseln. Ist okay. Jo, jetzt passt ja, das. Ja, jetzt höre ich dich. Dann habe ich vorhin mit dem falschen Funkgerät gesprochen. Jo, dann hören wir es nur normal gesprochen und das war dann ein bisschen weit, dann hören wir dich nicht. Ich sehe da rechts ein Gebäude hinter dieser kleinen Absenkung. Sieht aber sauber aus. Jo, ab die Hau. Ich kann schon unsere Boote sehen. Hier bin ich jetzt gekniet? Nein, du kniest nicht. Nö, ist egal.
jetzt? Mission completed. Sehr schön. Oh, schade. Ich habe gedacht, wir dürfen noch Boot fahren. Aber schick. Ach, schade. Aber das Zählen passt nicht so ganz, ne? Zumindest einen hatte ich ja da gekriegt und anzeigen tut's gar nichts. So, ich mach dann mal den Mitschnitt aus. Jo, Jungs, das war wirklich schön.